So, herzlich willkommen zu meinem Vortrag bzw. zu einer kleinen Reise in die Welt der Rohrreparatur. Da möchte ich Sie heute als Aliaxis gerne mitnehmen und möchte Ihnen heute eine ganz neue Lösung vorstellen, wie wir uns die längskraftschlüssige bzw. zugfeste Rohrreparatur denn in Zukunft vorstellen. Ich habe hier schon das passende Exponat dabei. Das ist unsere neue Rohrverbindung oder unser neuer Rohrverbinder. Die trägt den Namen FreeRSafe. Wie man jetzt hier auch schön sieht, ich zeige es gerade mal am Bildschirm. Wir sehen, aus was besteht sie eigentlich? Die besteht eigentlich nur aus 4 Komponenten. Wir haben einmal dieses Stainless Steel, also diese Edelstahl-Casing außenrum. Dann haben wir einen Körper, der besteht aus POM, also aus Polyoxymethylen. Wir haben dann, was es für die Längskraftschlüssigkeit bzw. für die Zugfestigkeit benötigt, haben wir innen drin ein Greifsegment oder Greifsegmente, ein Krallenband mit über 1000 kleinsten Zähnen. Und wir haben dann im Inneren natürlich noch unsere Dichtung, die aus EPDM besteht und somit für den Trinkwassereinsatz geeignet ist. Wie gesagt, hier nochmal die Komponenten dargestellt. Wir haben das Edelstahlgehäuse, das ist V4A-Stahl, also sehr hohe Güte. Wir haben dann die Dichtung, die ist EPDM. Wir sehen auch, diese Dichtung, die geht von einer Seite direkt durch auf die andere Seite. Das heißt, es ist eine einteilige Dichtung. Und mein Medium, also mein Trinkwasser, kommt auch nur mit einem Werkstoff in Kontakt, was ebenfalls die EPDM-Dichtung ist. Wir haben dann mal einen Hochleistungskunststoff, wie schon angesprochen, unser POM. Und wir haben für die Längskraftschlüssigkeit bzw. Zugfestigkeit dann unser Edelstahlkrallenband. Wo kann ich es einsetzen? Die meisten von Ihnen werden es wahrscheinlich schon wissen. Ich kann es für Reparaturen einsetzen, und zwar für Erweiterung oder für Reparaturen mit Passstück oder eben auch Erweiterungen von verschiedenen Rohrleitungsnetzen, auch im Hinblick auf verschiedene Materialien. Ich kann ganz viele verschiedene Materialien mit dieser Kupplung abdecken. Sie geht für Grauguss, Duktilguss, PVC, PE, Asbest, Zement und Stahl. Ist somit eigentlich geeignet für alle gängigen Rohrleitungsmaterialien. Ich würde gerade zeigen, wie das Konzept der neuen Dichtung ist, also wie funktioniert sie eigentlich. Ich zeige es nochmal hier. Wir haben den Edelstahlkörper, wir haben dann hier zur Installation einen Tangentialspanner oder einen Hookspanner, wie man auf Englisch manchmal sagt. Dieser wird vor oder außerhalb des Rohrgrabens vormontiert. Man muss also keine Angst haben, dass es in den Rohrgraben runter muss und muss hier erstmal unten was zusammenbauen, sondern das funktioniert alles außerhalb von meinem Rohrgraben. Ich habe diesen Tangentialspanner, der hat hier zwei Nasen, die fädle ich einfach ein. Und dann, ich habe jetzt hier nur einen Tangentialspanner schon vormontiert, um es zu zeigen. Im Prinzip wird ein zweiter Tangentialspanner auf der Seite ebenfalls montiert. Und was ich dann einfach mache, Sie müssen sich vorstellen, ich habe hier eigentlich noch zwei Schutzkappen drauf, auch die habe ich jetzt schon im Vorhinein entfernt. Und dann nehme ich einfach meinen Akkuschrauber. Genau, und man sieht schon, während ich es hier zudrehe mit dem Tangentialspanner, verkleinert sich der Innendurchmesser und dann greift es quasi aufs Rohr. Aber man sieht, es wird schon richtig klein. Bei der DN100 haben wir einen Spannbereich von 100 bis 132, geht also für alle Rohrleitungsgrößen. Was ich jetzt mache, wie gesagt, ich stehe immer noch im Graben, das heißt, ich stehe immer noch da, ich muss mich bisher kein einziges Mal bücken. Was ich jetzt mache, ich mache die fest, die lege ich an und ich lege das andere an. Das ist ein sogenanntes Stabilisierungsband, einfach zum Stabilisieren von der Kupplung. Ganz, 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 ganz wenig Drehmoment. Ganz wenig Drehmoment nötig. So, was ich jetzt habe, jetzt bin ich quasi eigentlich schon fertig. Jetzt drehe ich meinen Akkuschrauber auf links. Entferne den Tangentialspanner. Und wie man hier sieht, habe ich jetzt hier eine längskraftschlüssige Kupplung oder eine längskraftschlüssige Verbindung von meinen Rohrleitungsmaterialien bis PN16.
absolut zugfest und für alle Rollleitungsmaterialien geeignet. Der ganz, ganz große Vorteil, man hat es gesehen, ich muss mich jetzt bücken, Ausnahmefall, aber im Normalfall, wie gesagt, ich bin hier von einem Punkt, ich muss nicht runter, ich muss nicht bücken, sondern ich bin von einem Punkt und kann von oben alles installieren. Die ist jetzt gerade, wie gesagt, wir haben hier einen ganz großen Fokus auf schnelle und einfache Reparatur gelegt. Wie gesagt, wir haben einen einzigen Zugangspunkt. Und jetzt ist gerade die Kupplung von DN40 bis DN200 erhältlich. Voll PN16 auf allen Rohrleitungsmaterialien, also zugfest. Und wir haben eine Abwinklung von 6 Grad, also 3 Grad pro Seite. Im Prinzip haben wir noch eine EPDM-Dichtung drin, was eben für unser Trinkwasser zugelassen ist.